solche, und in der Regel ist eine Art Tod dieser Art grundsätzlich ja immer überraschend, hat mich diese Nachricht natürlich total überrascht. Aufgrund eines Anrufs eines Kollegen, Journalistenkollegen, der gebeten hat um eine Auskunft, wie ich darüber denke, bin ich darüber überhaupt erstmal informiert worden. Glücklicherweise habe ich ein bisschen Zeit bekommen, darüber nachzudenken, zu recherchieren und Bestätigung zu kriegen und den ersten Schreck zu verarbeiten. Kurze Zeit später habe ich schon ein Live-Interview gegeben und kriegte bei dem Gespräch, nachdem man anmoderierte, auf einer vorstellenden Art, um wen es geht, Graziano eben, ganz weiche Knie. Weil es mir dabei noch mehr verdeutlicht wurde. Und dass Graziano mit all seinem Leben, was ich tatsächlich in Gänze gar nicht beurteilen kann, aber das eine oder andere hört man, letztendlich aber nie dabei gewesen bei diesen vielen privaten Zeiten, die er natürlich verbrachte, war es nicht ganz leicht vorstellbar, dass man hört irgendwann mit Graziano, der geht mit Ende 70, Anfang Mitte 80, ist irgendwie friedlich eingeschlafen. Trotz alledem hat es schon einen sehr betroffen, diese Nachricht. Ja. Und der Weg, wie es dazu gekommen sein soll. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man auf so eine Art scheiden muss, immer die Frage kommt, war noch was offen, hatte man noch was zu bereden, hätte man doch vielleicht. Und das war mir sofort eingefallen, mit Graziano war ich wirklich agree. Wir waren klar in den Augen, wir waren auf Augenhöhe. Wir hatten glücklicherweise danach, nach unseren beiden Kämpfen, eine Reihe von Momenten, Gelegenheiten, uns auszutauschen, zu reflektieren und zu erkennen, dass wir tatsächlich richtige Gemeinsamkeiten haben. Und ich hatte dabei ein gutes Gefühl. Das ist eigentlich dann bei mir das Erstpräsente gewesen nach dem Verstehen, was passiert ist. Ja. Er war nicht der Einzige. Es gab in meiner Karriere wenige, aber es gab sie. Kämpfe, wo man so weit gehen muss in der Beschreibung. Und Graziano gehörte zu denen, der erste Kampf gehört zu den Kämpfen, wo ich tatsächlich Dinge anders gemacht habe als geplant und sie fast in die Hose gegangen wären. Und natürlich war der Kampf deswegen aus vieler Perspektiven so spannend, weil er lange nicht geboxt, nicht einordbar, deswegen für mich auch wahnsinnig schwierig zu beurteilen, was kommt da wirklich auf mich zu. Ist er befähigt, überhaupt 12 Runden zu stehen, auf der anderen Seite ihn zu kennen, wo man weiß, wenn der in den Ring geht, dann versucht er alles Mögliche, um nicht zu verlieren, weil er war kein Verlierertyp. In der Regel ist es keiner, aber der eine kann darum mehr kämpfen als der andere. Und er gehört eher zu denen, die mehr darum kämpfen können. Und so war es ja letztendlich auch, dass ich eben nicht in meinem Stil dort mit Graziano mich auseinandersetzte. Er ja doch ein sehr geschlossener Kerl ist, wo man sich die Zähne ausbeißen kann, wie man die Deckung dann öffnet. Und er dann mit einzelnen überraschenden Schlägen in der Lage ist, den Gegner auch zu verunsichern, in Situationen zu bringen, in das Gefühl zu haben, dann doch nicht seine eigene Strategie umsetzen zu können. All die Dinge sind dort inhaltlich zum Teil auch ja passiert, dass du am Ende selbst dich mehr als verausgabt hast, schon vor dem Ende des Kampfes
Energieverlust hast, den du nicht ausgleichen kannst, zumindest im Moment, dann der Gegner kommt und selbst Aktionen vorträgt, die einen nicht nur beeindrucken, sondern auch bis hin zum Boden bringen, zumindest stark ins Wanken, aber nicht ausnocken. Und nach den 12 Runden merkst du, und der Gegner auch, Graziano auch, das war hart an der Grenze. Wir haben beide das Letztmögliche rausgeholt. Nicht nur, weil wir es mussten, sondern weil wir auch bereit dazu waren. Und der Respekt, der ohne Frage im Vorfeld vorhanden war, für den anderen, ist während dieses Kampfes noch enorm gewachsen. Ich habe ja Graziano und er mich auch, das weiß ich, weil wir danach eben uns ausgetauscht haben, weit früher kennengelernt. Anfang der 80er waren wir beide bei einem Turnier, beim Amateurturnier in Polen. Und er ist deswegen nicht mit mir in den Ring gestiegen, weil er im Halbfinale sich, oder besser gesagt im Viertelfinale sich verletzt hat. Und er wäre normalerweise trotz der Verletzung der Sieger dann bei mir später im Halbfinale mein Herausforderer gewesen. Soweit kam es dann nicht. Und damit war dann auch die Chance, gegeneinander zu boxen, erstmal passé, weil er danach Profi wurde. Irgendwann hat er dann auch eine erfolgreiche Karriere begonnen als Profi, die er dann ja 88 gegen Bulwer erstmal gekrönt hat, um die Weltmeisterschaft geboxt und gewonnen. Dass es nicht lange dauern sollte, dass ich die gleiche Chance bekomme, Profi zu werden, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, aber auf jeden Fall waren wir nicht mehr auf einer Ebene. Und dann ging es ja eben ganz schnell und wir kamen irgendwie wieder über einen Wilfried Sauerland gefühlt zusammen. Später dann in den Ring und haben uns gegenübergestanden und das Ganze zweimal sehr intensive, beeindruckende Kämpfe für den Zuschauer, für uns sehr strapaziöse Zeiten, sehr intensive Auseinandersetzungen, sehr ehrliche Auseinandersetzungen und nachdem dann emotional das Ganze ein Stück weit sich beruhigt und der Blick dem anderen gegenüber, nicht nur sich selbst, sondern dem anderen gegenüber deutlicher und deutlich klarer wird, da hast du dann nur ein Statement, da steht dir jemand oder da stand dir jemand gegenüber, der nicht nur siegen will, der im Ring oberhalb der Gürtellinie arbeitet, der aber alles versucht auf dieser Ebene zu gewinnen, der es hasst zu verlieren, der aber, wenn er verliert, in dem zweiten Kampf hat er es ja gemacht, dann auch seinem Gegner Respekt zollt und sagt, okay, das war's. Das war in Ordnung und mit dem Urteil muss ich mich auseinandersetzen, das ist in Ordnung. Wir hatten Gelegenheiten, wo wir Gespräche vertiefen konnten und bemerkten, und er genau wie ich, dass wir auf dieser oder an dieser Perspektive sehr ähnlich denken. Und das hat uns eigentlich schon verbunden. Wenn ich seinen Namen hörte und er meinen, haben wir nichts Negatives im Nachgang im Hinterkopf gehabt, sondern ausschließlich positive Argumente. Wir haben ja zusammen den 50. gefeiert. Er ist ja wenige Tage vor mir immer dran. Er ist Ende des Jahres, ich Anfang des Folgejahres, um das nächste Jahr zu beginnen. Und den 50. haben wir gemeinsam gefeiert, haben uns dazu noch Virgil Hill genommen, der ja auch wenige Tage später dann das Alter erreichte. Das war eine tolle Party für alle Beteiligten, aber auch gerade für uns drei. Wir hatten viel Spaß, nicht nur in der Runde, sondern miteinander. Und das finde ich ja auch ganz großartig, wenn man
sich mit Gegnern auseinandersetzen darf, auf der einen Seite harte Kämpfe bestreitet und auf der anderen Seite im Nachgang so miteinander umgehen kann. Ja. Manch einer hatte das Gefühl, Boxer, die haben sag mal, nur Ablehnung und müssen das haben, sondern das hat damit teilweise überhaupt nichts zu tun. Danach gab es noch, ich würde sagen, zwei Begegnungen zufälliger Art. Einmal gewollt, doch richtig einmal gewollt. Da ging es darum, dass Graziano sich bemühte, gerade wieder ein Gym aufzubauen in der Nähe von Frankfurt und bat mich, dazu zu kommen, weil er eine Pressekonferenz machen wollte und ein bisschen Aufmerksamkeit zu suchen. Und ich habe selbstverständlich ihn dann auch da bei diesem Termin begleitet und habe gehofft, dass es was wird. Das ist leider dann auch relativ schnell, glaube ich, dann doch nichts geworden. Dann hat er ja weitere Standorte aufgesucht und das dann erneut versucht umzusetzen. Wir hatten mal eine Gelegenheit bei einer Veranstaltung. Ganz spontan, wo du merkst, dass ich nicht nur ihn suche, wenn ich ihn gesehen habe, sondern auch er mich. Und nicht einfach nur versucht, dran vorbeizugehen, sondern sich freut darüber, dass man sich trifft und dann sich austauscht. Und wenn es nur Blicke sind, das fand ich schon ein bisschen zu sehr bewegend. Und wir beide haben, glaube ich, auf dieser Ebene ein sehr gutes Verhältnis gehabt, was unter richtigen Sportlern eigentlich selbstverständlich ist. Also ich bin davon überzeugt, dass ich den Großteil seines Lebens überhaupt nicht kenne. Das geht mir wie vielen anderen genauso. Ich habe einen ganz wichtigen Part von ihm kennengelernt. Und trotz alledem bin ich davon überzeugt, dass da weit mehr Platz war für ganz, ganz, ganz viele Dinge, wo ja Graziano auch selbst sagt, das ist jetzt nicht unbedingt was, worauf man stolz sein kann. Er hat sich ja auch nie als jemand dargestellt, der vielleicht ein Opfer ist oder immer mit Pech versehen, sondern er hat auch verstanden, dass er auch Chancen hatte, die er zum Teil nutzen konnte, aber die Ergebnisse dann irgendwie im Sande verlaufen ließ oder mit den Möglichkeiten nicht langfristig orientiert umgegangen ist. Also er hat sich dort auch diesbezüglich ja immer sehr offen geäußert und sich nicht zurückgehalten. Deswegen bin ich natürlich schon interessiert zu lesen, was das eine oder andere, wovon ich überhaupt nichts weiß, vielleicht preisgibt. Und ich vermute, so wie wir ihn kennengelernt haben, hat er sich diesbezüglich auch mit den Ausführungen nicht zurückgehalten.